Gesellschaftlich haben wir inzwischen seit einigen Jahren auch Positionen, auch so gesehen in der bürgerlichen Mitte, die faktisch inhaltlich von einem rechten politischen Rand sich sehr weit vorgearbeitet haben durch ganz bestimmte Strategien. Und die finden sich selbstverständlich, diese Inhalte, auch im Hörsaal. Manchmal finden sich auch Protagonisten und Protagonistinnen von rechten bis rechtsextremen Gruppierungen im Hörsaal. Und da, denke ich, ist es wirklich sinnvoll und notwendig, sich gut auszukennen mit deren Strategien. Wie ist ihnen das überhaupt gelungen? Und wie gestalten sie Diskussionen, um ihre Positionen weiterzubringen? Das sind ein paar Elemente, die sich immer wiederholen und auf die es gilt, finde ich, geschult auch reagieren zu können. Ruth Wodak hat dazu viele Analysen schon gebracht und vorgestellt, auch schon in den 90er Jahren. Eines, was ich sehr wertvoll finde, ist, da gut hinzuhören in Bezug auf kalkulierte Ambivalenz. Kalkulierte Ambivalenz, so beschreibt das Wodak, ist, wenn ich eine Aussage tätige, in der ganz ungeheuerliche Inhalte anklingen und gleichzeitig sie so positioniere, dass ich jederzeit abstreiten kann, diese ungeheuerlichen Inhalte formuliert zu haben. Das ist eine Strategie. Und da finde ich es notwendig, diese Strategie zu erkennen, wenn das passiert, und darauf sofort mit Vereindeutigung zu reagieren. Also ein Beispiel, das sie immer wieder bringt, ist, einiges an antisemitischen Äußerungen sind in Österreich so einfach nicht mehr möglich, auch wenn inzwischen sehr viel mehr möglich geworden ist. Aber einiges kann so nicht gesagt werden. Und um was Antisemitisches zu formulieren, werden dann Codes verwendet, wie zum Beispiel der Begriff Ostküste. Das ist etwas aus der Ostküste. Wenn dann quasi die Kritik kommt, na ja, das ist ein klassisch antisemitischer Tarnbegriff, um nicht zu sagen Juden und Jüdinnen, dann kommt sofort die Reaktion mit, nein, das ist nur eine geografische Beschreibung. Und dann werden gleich beide Seiten bedient. Die Kritikerinnen mit, wieso, das ist eine geografische Beschreibung. Allerdings diejenigen, die sich freuen über antisemitische Aussagen, die hören die und fühlen sich auch abgeholt. Und in solchen Situationen, wenn solche Dinge kommen, selbst wenn ich mir unsicher bin, sorge ich sofort für Vereindeutigung und sage, okay, das könnte das und das auch heißen, wenn Sie diese Aussage hier tätigen, bitte stellen Sie klar, in welcher Hinsicht ist das hier gemeint, dass das nicht einfach so schleichend möglich ist. Das ist ein Element, die kalkulierte Ambivalenz. Ein anderes Element, was auch sehr gut getarnt immer wieder im politischen Diskurs funktioniert und damit auch viel Übernahme findet und zum Teil in den Hörsälen inzwischen auch stattfindet, sind Diskussionsstile, die vom grundsätzlichen Inhalt her antidemokratische Absichten haben, antiliberale Absichten haben. Und da gehe ich dann sofort in die Metaebene, wenn ich das vermute oder wenn etwas in diese Richtung geht und will klare Positionierungen hören in Bezug auf demokratische Grundsätze und auch liberale Grundsätze. Das fordere ich dann explizit ein. Im Konkreten, im Hörsaal kann das sein, dass ich sage, es ist hier möglich, eigene Positionen einzunehmen, weil ich als Lehrveranstaltungsleitende bewerte ja nicht Positionen. Aber wenn das Recht auf eine eigene Position eingefordert wird, muss damit einhergehen die Anerkennung auch anderer Positionen, sofern sie im demokratischen Rahmen angesiedelt sind und nicht eine antidemokratische Absicht haben. Das ist die Grenze. Und das fordere ich dann ganz klar ein. Weiters ist es diskussionszerstörend, wenn Menschen sich ganz oft melden, aber ein Themenhopping betreiben.
Das kommt vor, das kann strategisch sein, das kann auch unstrategisch sein und das gilt es auch zu unterbinden. Themenhopping bewirkt, dass quasi nichts wirklich geklärt werden kann und dauernd Unzufriedenheit übrig bleibt und eine Person de facto vorgibt, um was es jetzt geht und sich selber und die eigenen Themen in den Mittelpunkt stellt. Da ist es ganz wichtig, auch wiederum quasi die Leitung zu übernehmen und zu sagen, und das jetzt nicht mehr. In Bezug auf Moderation in Großgruppen, wenn Leute sich beteiligen, stelle ich am Anfang auch immer klar, es gibt ein paar Regeln. Eine Regel ist zum Beispiel Erstmeldung vor Zweitmeldung. Das heißt, wenn jemand sich schon mal zu einer Thematik geäußert hat und jemand anderes zeigt auf und die Person hat sich noch nicht geäußert, dann kriegt die Vorrang, auch wenn sie erst später aufgezeigt hat, damit möglichst viele sich beteiligen können.